Das kleine Geschenk träumt groß von Raffaela. Vorsichtig zupfe ich mein schmales rotes Band zurecht. Für welche Familie werde ich wohl ausgewählt? Unsicher mustere ich meine Verpackung. Nur ein einfaches dunkelgrünes Papier und diese rote Schleife. Damit werde ich dem Weihnachtsmann ja wohl nicht ins Auge fallen. Aber da, ein Lichtschein fällt auf uns herab und eine vom Alter gezeichnete Hand greift zielsicher in den Sack hinein und packt ein anderes Geschenk. Ich stoße meinen angehaltenen Atem aus. Du kommst auch noch dran, tröste ich mich. Die Nacht ist noch jung und ganz viele Kinder warten auf ihre Geschenke. Mit einem Ruck hebt der Schlitten wieder ab und wir sind in der Luft. Aufgeregt wippe ich vor und zurück. Werde ich beim nächsten Mal ausgewählt? Ich luge vorsichtig umher. Hier und dort sieht man es golden und silbern aufglänzen. Die einen Geschenke tragen auch Glocken, die hell bimmeln, und andere wiederum lustige Kringelschlaufen. Eingeschüchtert schiebe ich mich einige Zentimeter zurück. »He, du, gib sofort mein Geschenkband frei, du Trampeltier. Nur weil du nicht so hinreißend verpackt bist wie ich, heißt es nicht, dass du meine Schlaufe kaputt machen musst.« Knurrt plötzlich eine Stimme hinter mir. Erschreckt schaue ich mich um. »Oh nein, da bin ich wirklich auf ein anderes Geschenk Schlaufe getreten.« »Entschuldigung«, wispere ich und schiebe mich wieder an meinem ursprünglichen Platz zurück. Gerade öffnet sich der Sack von neuem. Die Hand des Weihnachtsmanns kommt auf mich zu. Vielleicht? Seine Finger streifen mich, verharren jedoch nicht. Hinter mir ergreifen sie das Geschenk mit den schönen Schlaufen. Ich seufze, wie gerne auch ich unter einem Weihnachtsbaum liegen würde. Und erst die Freude auf den Kindergesichtern sehen, wenn sie mich erblicken. Das muss das beste Gefühl auf der Welt sein. Als wir wieder abheben, beobachte ich durch eine lose Masche im Sack das Dorf, welches unter uns immer kleiner wird. Die hell erleuchteten Fenster funkeln in der Winternacht. Fast scheint es, als winken sie mir zu. Ich fasse wieder Hoffnung. Bald wird der Weihnachtsmann auch mich bemerken und an eine Familie verschenken. Doch wir fliegen weiter durch diese klare Nacht, ohne dass mich der Weihnachtsmann auswählt. Warum möchte er mich nicht? Hat er mich etwa vergessen? Oder bin ich vielleicht einfach nicht hübsch genug? Je leerer der Sack wird, desto kleiner fühle ich mich. Alle Geschenke um mich herum werden irgendwann vom Weihnachtsmann ausgewählt und herausgehoben. Schließlich bleibe ich alleine in der Finsternis dieses riesigen Sacks zurück. Totenstille herrscht. Zwei dicke Tränen kullern mir über meine Wange, durchnässen das dunkelgrüne Geschenkpapier. Es ist mir egal. Ich war wohl wirklich nicht eindrucksvoll genug, damit mich der Weihnachtsmann auswählt. Traurig ziehe ich mich in die hinterste Ecke zurück und vergrabe mich unter der Jute. Unerwartet erhält ein Lichtschein die Dunkelheit. Die vertraute Hand tastet verwirrt den leeren Sack ab. Dann ist sie schnell wieder weg. Dafür wird der Sack weit aufgerissen und ein faltiges Gesicht mit freundlichen Augen erscheint in der Öffnung. Nanu, kleines Geschenk, warum hast du dich denn so weit hinten versteckt? Brummt der Weihnachtsmann. Willst du nicht zu deinem Kind gehen? Sein Weihnachten wird ansonsten ins Wasser fallen. Ganz sanft hebt mich der alte Mann aus dem Sack hervor. Im klaren Licht der Sterne mustert er mich. Ach, kleines Geschenk, ich habe dich nicht vergessen. Schließlich habe ich dich gemacht und weiß um deinen Wert. Du bist für jemand ganz Besonderen bestimmt und wirst ihm das beste Geschenk sein, meint der Weihnachtsmann und trocknet vorsichtig meine Tränen ab. Ich staune nur. Der Weihnachtsmann klemmt mich behutsam unter seinen Arm und kettet aufs Dach eines winzigen Häuschens. Von dort aus geht es weiter zum Schornstein.
Gespannt blicke ich mich um. Jetzt ist es also wirklich soweit. Mit einer eleganten Bewegung, die ich diesem alten Mann gar nicht zugetraut hätte, schlängelt sich der Weihnachtsmann durch den Kamin hinab ins Wohnzimmer. Dort legt er mich unter einen kleinen Tannenbaum ab. So, kleines Geschenk. Hier lasse ich dich alleine zurück. Denk immer daran. Es kommt nicht darauf an, wie fest dein Papier glänzt oder wie viele Kringel dein Geschenkband hat. Mit deiner Einzigartigkeit wirst du diesen kleinen Jungen sehr glücklich machen. Und das ist das Wichtigste an Weihnachten, nämlich das Licht und die Liebe zu teilen.